kann ich auch wieder Fragen annehmen. Servus, sechs Muslim. Servus, Gott segne dich und deine Familie. Danke, mein Bruder. Wie geht's dir? Danke, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Auch ganz gut, mein Bruder. Ich habe eine Frage an dich. Wie kann ich dir weiterhelfen? Wie kann Dr. Sheikh Abu Ahmed dir weiterhelfen, mein Lieber? Bruder, seit wie vielen Jahren bist du jetzt ungefähr Christ? Seit ungefähr 9, knapp 10 Jahre. Stark. Wie alt bist du, wenn ich dich fragen darf? Bitte was? Wie alt bist du, wenn ich dich fragen darf? Ich bin 38. Aber ich sehe noch jung und 38. Knackig aus, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, gell? Ja, das ist der Heilige Geist, der einen noch jünger aussehen lässt. Halleluja. Okay, darf ich dich fragen, wie du zum Christentum gekommen bist? Weil du warst ja dann anscheinend so um die 25 bis 30 Jahre Muslim. Ja, genau. In einer islamischen Familie geboren. Erstmal mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich dann angefangen habe, mich für den Glauben zu interessieren. Und dann habe ich meine Reise begonnen. Ja, und dann wollte ich herausfinden, ob der Islam so die Wahrheit ist. Weil du hörst ja immer, dass die Leute immer sagen, der Islam ist die Wahrheit, der Islam ist die Wahrheit. Und dann muss ja auch die kritischen Punkte beantwortet werden im Islam. Und dann wollte ich mal wissen, ob das Ganze dem Stand hält, ob der Islam den ganzen kritischen Punkten standhält. Und was ich da alles herausgefunden habe, das ist unglaublich. Du kannst dir in Ruhe mein Zeugnis anhören. 1 Stunde und 8 Minuten habe ich ausführlich Zeugnis gegeben auf meinem YouTube-Kanal Ex-Muslime klären auf TV. Da kannst du es in Ruhe angucken. Aber grob gesagt, habe ich mich dann mit Debatten sehr viel beschäftigt und habe mir aus dem englischsprachigen Raum sehr viele Diskussionen zwischen islamischen Geistlichen und so christlichen Professoren halt mir angeguckt. Und diese ganzen Beweise dann auf mich einwirken lassen. Ne? Also ich konnte die Beweise, die der christliche Glaube bringt, nicht mehr leugnen. Ne? Diese Unehrlichkeit seitens auch von uns, ne? Von den Muslimen meine ich jetzt her. Ne? Sehr, sehr schlimm. Sehr, ja, sehr schlimm. Die Ignoranz und Unehrlichkeit. Diese zwei gepaart miteinander ist eine sehr, sehr schlimme Mischung. Ignoranz und Bruder, darf ich dich fragen, wie deine Familie darauf reagiert hat? Bitte was? Darf ich dich fragen, wie deine Familie erstmal darauf reagiert hat, als du Christ geworden bist? Ja, sie waren erstmal am Anfang sehr vor den Kopf gestoßen. Relativ frustrierend, dass es damit so anfangen soll. Weil die hätten natürlich jetzt was anderes zu tun. Danke, mein Bruder. Könnt ihr mich hören? Ja, ich höre dich wieder, ich höre dich wieder. Bruder, ich danke dir. Ich habe eine letzte Bitte noch an dich, mein Bruder. Ja. Zwei Kollegen von mir, die sind mies kranke Fans von dir. Könntest du die vielleicht grüßen, wenn ich dir die Namen nenne? Ihr sollt keine Fans von mir sein, Mann. Also wirklich immer an der Schule. Nee, ich meine, die finden dein Content richtig gut. Also, ja, aber sag denen, die sollen mich überhaupt nicht so als Dings nehmen. So, die sollen keine Fans von mir sein oder sowas. Ey. Ah ja, okay. Aber meinst du, du könntest sie trotzdem grüßen? Die würden sich behindert freuen. Ja, wie heißen die denn? Dennis und Arlind. Dennis und Arlind? Ja. Als wäre ich so ein Rapper oder irgendein Superstar oder sowas. Hallo? Jigo, danke, mein Bruder, danke, mein Bruder. Aber ist kein Problem. Dennis und Alan, ich grüße euch. Möge der Jesus Christus euch segnen. Und sein Angesicht Bruder, euch leuchten lassen. Danke, mein Bruder. Gott segne danke, Dennis Bruder. Und Alan. Gott segne danke, Dennis Bruder, und Alan. Komm, danke, Bro. Jungs, lass noch Selfie mit dir machen. Können wir doch ein Foto mit dir machen?
Aua. Danke, mein Bruder. Danke, Ja, mein warte, Bruder. warte, 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 Mit der Bibel, mit der Bruder. Bibel. Danke, mein Bruder. Danke, mein Bruder. Fahr vorsichtig, ja? Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Alles. Bis auch, mein Bruder. Ciao, ciao. Ciao. Wir machen eine Foto. Gestern habe ich auch. Gestern war ich tanken in der Tankstelle. Auf einmal hat diese Kassiererin mich erkannt. Die meinte: Oh mein Gott, nee, du hier, das kann ich ja gar nicht glauben. Und ihr Mann ist auch zum Glauben gekommen. Das war ein Türke, Ex-Moslem auch. Und der verfolgt auch die ganze Zeit meine Streams. Und der guckt von morgens bis abends, guckt er sich meine Sachen an. Ne? Und der ist auch vom Islam rausgegangen. Und hat natürlich auch mit seiner Familie da so Kämpfe am Führen, ne? Das ist unfassbar. Und dann meint die: Warte mal, mein Mann, der wollte schon immer mal mit dir reden, so, ne? Ich grüße dich an dieser Stelle. Ich will jetzt nicht seinen Namen nennen. Nicht, dass er da noch Probleme bekommt. Aber der hört bestimmt gerade zu. Ja, und dem sein Zeugnis war auch sehr, sehr schön, ne? Hat eine kleine, süße Familie und ja, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden, ne? Halleluja. Wundervoll. Seht ihr, wie wundervoll das ist, wenn die Leute zum Glauben an den Herrn kommen? So, mal gucken wir. Hier, hören wir uns nochmal Dings an. Rezitation, Leute. Rezitation, Leute. Sehr gut. Das hast du gemacht. Sehr gut! Habt ihr das gehört? Da war die Rezitation wieder. Sehr, sehr gut hast du das gemacht, mein Kleiner. Gott segne. Das war der wahre Islam. Gottes Segen dir und deine Familie, Amir. Gott segne auch dir und deiner Familie, mein Lieber. Was hast du so gegen Katholiken? Ich verstehe das nicht ganz. Ich bin auch ehemaliger Moslem. Ich bin auch ehemaliger Moslem. Ich hab überhaupt nichts mit Katholiken. Ich liebe Katholiken, ich liebe die Orthodoxen, ich liebe die anderen Denominationen, aber bin ich einverstanden mit ihren Irrlehren, die sie da machen, ne? Verbreiten. Aber kein Katholik hat dir jemals gesagt oder erlaubt, zum Beispiel, dass man Maria oder so anbeten darf. Wir sollen. Guck mal, Jesus Christus ist ja frei von Erbsünde. Richtig? Ja. So, also muss Maria ja auch frei von Erbsünde gewesen sein, sonst hätte sie das ja weiter vererbt. Der Herr hat doch seine, der Herr hat diese gesegnete Frau ausgewählt, damit sie den Christus gebären kann. Aber es Richtig. ist eine gesegnete Frau, ja, sie ist eine wundervolle Richtig. Frau, aber die Verehrung allein und die Anbetung, Verehrung, Lob, Preis und Ehre gebührt doch wem? Die Anbetung gehört nur Gott, der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und das wird dir kein Orthodoxer oder kein Katholik wird da jemals was anderes gegen sagen. Guck mal, das Ding ist, es geht ja um das ewige Leben, richtig? Amir, es geht doch Ich um das hatte ewige Leben. letztes Mal mit, warte mal, ich hatte, warte mal ganz kurz. Ich hatte letztes Mal mit so einem Orthodoxen gesprochen. Der meinte: Armin, du hast keine Ahnung, wie man betet. Jetzt pass mal auf. Der sagt zu mir: Armin, du hast keine Ahnung, wie man betet. Ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig betet. Da schickt er mir so einen Link von irgend so einem Priester oder was aus der orthodoxen Kirche. Da fängt dieser Priester erstmal an, sich von Heiligen anzubeten und Fürsprache und hast du nicht gesehen, bis der irgendwann mal zum Herrn kam. Nein, Erst ein bisschen also guck mal. Heiligen vorkommen und dann irgendwann mal ist Jesus dran. Guck mal, Guck dir guck das mal, guck mal, ich, Amir, ich war auch schon, Heiliger. ich war auch schon Heiliger. in,
du heiliger dies, heiliger das. Wir beten zu dir. Wir bitten um deinen Segen. Nein, 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 wir bitten um deinen Segen. Hat kein Amir, guck mal, du kannst mir gerne den Link schicken, wenn das stimmt. Ich sage dir, kein orthodoxer Katholik oder kein Katholik wird jemals sagen, wir bitten um deinen Segen oder so zu heiligen. Ihr sagt doch auch zum Beispiel, warte, der hat die Heilige, Amir, lass mich bitte, bitte ausreden. Bitte, Amir, lass mich bitte, bitte ausreden. Bitte. Amir. Du musst den Orthodoxen fragen. Sie verehren sie, sie beten sie an. Nein, Anbetung gehört nur alleine Gott. Du sagst doch auch zum Beispiel zu deinem Bruder, bitte bete für mich, richtig? Ja, warum sprichst du dann zu Toten, Mann? Warum die sprichst du zu Tote? Warum sprichst du zu Toten? Amir, es geht doch um das ewige Leben. Wenn du nicht glaubst, dass du das ewige Leben hast, dann bist du doch ein Toter. Würdest du zu einem Toten einfach so sagen, oh Heiliger, dies und das, oder würdest du direkt zum Herrn beten, wenn die Ehre gebührt ist dem Herrn Jesus Christus? Wer mich ehrt, der ehrt den Vater. Natürlich, natürlich gehört die Ehre nur dem Herrn Jesus Christus, aber... Denn es gibt nur ein... Mittler zwischen dir, also den Menschen und Gott, das ist der Mensch Jesus Christus und nicht Maria. Richtig, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Aber es steht auch in der Heiligen Schrift, viel vermag das Gebet eines Heiligen. So, und wir bitten nicht tote Menschen. Wir bitten Gerechten, mein Lieber. Jakobus 5,16. Wie bitte? Wie liest du überhaupt die Bibel, dass du hast gerade Jakobus 5,16 falsch zitiert, Mann. Was habe ich denn falsch zitiert? Also erstens, man soll auch keine eigenen Bibelauslegungen haben. Da steht auch zum Beispiel in 2. Petrus. Die Frage ist, Amir, woher habt ihr Protestanten oder ihr Freikirchler, woher habt ihr eure Bibelauslegung? Denn es steht doch ganz klar in der Bibel, im 1. Petrus 1, 2, im 2. Petrus 1,20, indem ihr dies vollem anerkennet, dass keine Weissagung der Heiligen Schrift Sache der eigenen Auslegung ist. Wir beide, Amir, sind nicht dazu befugt, die Heilige Schrift zu lesen. Wer ist denn der beste Lehrer? Wer ist denn der beste Lehrer? Wer ist der, der in dir ist? Wer ist der in dir ist? Wie bitte? Wer leitet uns in alle Wahrheiten? Wer ist das, wenn der Herr Jesus Christus meinte? Der uns in alle Wahrheiten leitet. Der Heilige Geist, die in der einen apostolischen Kirche ist. Hat er das auch so gesagt, die heilige apostolische Kirche? Das ist eine Hinzufügung von dir. Amir, wer hat denn die Kirche gegründet? Habt ihr gesehen, der fügt dem Wort Gottes noch etwas hinzu. Ist das eine Katastrophe oder ist es eine Katastrophe? Dem Wort Gottes einfach was hinzufügen, obwohl es nicht da drin steht. Boah, ich muss mich mit allem Möglichen hier rumschlagen, das ist so krank, ey. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Gucken wir mal, wer als nächstes hier ist. Das ist doch nicht mehr normal. Wie der Jakobus 5,16 gelesen hat, wie der das und dies noch alles hinzufügt und so, das ist doch krank, ey. Hi Amir, grüß dich. Hi, grüß dich, Gott segne dich und deine Familie. Amen, dich auch. Wie geht's dir? Ja, danke, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Stabil, mir geht's auch gut. Ja, das freut mich sehr. Das freut mich doch. Du liebst ja jeden. Das ist eine sehr gute Eigenschaft, oder? Was bist du, Moslem? Alhamdulillah. Ja. Bist du Sunnite? Ja, Alhamdulillah. Wie gehst du denn mit der Tatsache um, dass ein Jude die Macht über deinen Propheten hatte? Welcher Jude? Der hieß Nubayd bin Ahzab. Also Bukhari berichtet uns, dass der Mohammed von einem Juden verhext wurde. Warte. Meinst du Zubayd ibn al-Awwam? Nein,
Lubaid bin Ahsam. Lubaid bin Ahsam. Okay, also die Geschichte mit der Verzauberung, das wollte ich mir sogar angucken. Also Vorträge. Habe ich aber noch Ja. nicht gemacht. Also da kann ich dir noch nichts zu sagen. Ja, aber wie gehst du denn damit um, dass so dein Vorbild, also der Mohammed, der ja der beste Mensch der Welt ist, der masum ist, fehlerfrei und von euren Gelehrten so als das Nonplusultra in Sachen allem nachzuahmen gilt? Auch der Allah sagt ja auch in Sure 33, Vers 21, dass man Mohammed auf Schritt und Tritt folgen sollte, für diejenigen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts hoffen. Und dann sehen wir auf einmal in den Hadithen, dass der Mohammed von irgendeinem Juden verhext wurde und er nicht Herr seiner Sinne war und er einfach sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es nie getan hat. Also guck mal, wie gesagt, ich habe dir gerade genau darauf geantwortet, dass ich mir dieses Thema noch nicht damit befasst habe. Und du fragst Ja, mich, wie okay. gehst du damit um? Wie soll ich mit etwas umgehen? Warte kurz, Amir. Wie gehst du denn damit um, dass zum Beispiel, wo war denn Allah, um seinen Propheten zu beschützen? Ja, lass mich antworten, du fällst mir ins Wort. Ich sag Bitte. dir, du fragst mich, wie ich mit etwas umgehen soll, womit ich mich noch nicht befasst habe. Das hast du ja Das ist schon doch. gesagt. Wie? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich habe mich nicht damit befasst. Du sagst immer Fragen noch, wiederholt. Da was habe ist, ich was zu sagst du dir denn gesagt, dazu? und dann habe ich zu dir gesagt, unabhängig davon, ob du dich damit auseinandergesetzt hast oder nicht, kannst du jemandem folgen auf Schritt und Tritt, der nicht Herr seiner Sinne war? Also wenn ich die Geschichte nicht kenne, kann ich auch schwer damit in irgendeiner Art umgehen, Amir. Wenn denn, kannst du so weit denken? Das ist doch normal. Okay. Wenn man etwas nicht weiß, wie soll man dann auch damit umgehen? Ganz ehrlich mal, Amir, sag mal was. Ja, okay, deswegen sage ich ja, wenn du diese Geschichte liest und Mohammed dein Vorbild ist, wie wirkt das dann auf dich, wenn du sowas liest? Dahinter wird wohl eine Weisheit schon sein. Was ist das denn für eine Weisheit, wenn ein Jude die Macht über Mohammed hatte? Warte mal, kannst du mir den Hadith nennen? Ja. Ich sehe hier, der heißt nicht Lubeid. Labit. Ja, Lubaid oder Labid, du kannst es nur so aussprechen. Lubaid bin Asam oder Labid bin Asam. Ja, aber das U und das A sind ja an ganz anderen Stellen. Aber ist ja auch egal. Ich gucke gerade auch, ob ich einen Hadith dazu finde. Hier, Sahih al-Bukhari, Hadith 5765. Sahih al-Bukhari, Hadith 5765. Und hier steht, Zauber wurde angewendet auf Allahs Gesandten, so dass er dachte, dass er mit seinen Frauen geschlafen hat, also Geschlechtsverkehr hatte, obwohl er es in Wahrheit nie getan hat. Warte, ich guck mal gerade. Also wie gesagt, auf jeden Fall, Subhanallah, ich wollte mich sogar damit vor kurzem Vorträge dazu anschauen. Was willst du dir denn da für Vorträge anschauen? Wenn dein Prophet Dass verhext jemand. wurde, dann kann man ihm überhaupt nicht mehr vertrauen. Also ich meinte damit, ich will mir das natürlich anschauen, anhören, was jemand dazu zu sagen hat, der mehr Wissen hat als du und ich und diese ganzen 480 Leute zusammen. Ja, was braucht es denn da für Wissen zu haben? Wenn mein Vorbild verhext wurde, meinst du, ich würde dir noch einmal irgendwie folgen oder was? Wer Dein weiß, was der Bruder. mir überhaupt mitgegeben hat in der Sunna? Okay, Der war ja nicht das, was hinter. dein Bruder hat einen verhexten Hund. Hat er den auch weggeworfen? Bitte was? Dein Bruder hat doch einen verhexten Hund. Hat er den jetzt auch vor die Straße gestellt? Mein Lieber, hier geht es darum, dass der Mohammed als das beste Vorbild aller Zeiten Ja, gesehen wird. das Ist hat der eine Hund der beste Weisheit. Vorbild aller Das hat Zeiten eine oder Weisheit hinter sich, dass dein was? Was für ein Bruder einen Vergleich verhexten ist das denn bitte mal? Das hat eine Soll Weisheit man hinter.
Bruder ein Hund Lass folgt mich doch oder was? antworten. Nein, dass der Prophet hier, was du meinst, in der Hadith hat ein Weisheit hinter sich. Aber lass mich doch reden. Aber dass dein Bruder einen Hexenhund hat, hat keine Weisheit. Das ist der Unterschied, Mann. Was? Wie kannst du sowas vergleichen? Das war das Gehirnloseste, was ich jemals Nein, du gehört habe. Verstehst das nicht. Du lässt mich ja gar nicht ausreden. Lass mich doch ausreden. Zustand. Ich sage dir, was du meinst mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat eine Weisheit, aber dass dein Bruder ein verhexten Hund hat keine Weisheit, das ist der Unterschied. Die Weisheit Ja, was ist das dahinter. für eine Weisheit? Was ist das für eine Weisheit, dass ein Das kann Jude ich dir macht, wenn er sagen, Propheten hat das kann ich und ihn dir so sagen, kontrollieren kann? das kann ich dir sagen, nachdem ich mir dazu Vorträge und Erklärungen angeschaut habe. Jetzt gerade kann ich dir nichts dazu sagen. Aber ich habe mal eine Frage Ja, an warum deine kommst du dann Bibel, hier an rein? dich. Ich habe mal, Hast du darf nichts ich mal gesagt? eine Frage an dich stellen? Ja, bitte. Hesekiel Kapitel 4, Vers 12. Soll ich das vorlesen? Lies vor. Warte. Vers 12. So. Und wie Gerstenbrotfladen sollst du sie essen, und du sollst sie in Mist Fladen aus Menschenkot vor ihren Augen backen. Ja. Weil kannst du mir erklären, was das ist? Also, dass man auf Menschenkacke was backen soll? Existiert sowas auch im Islam? Auf Menschenkacke nix. Ach nein, bist du dir sicher? Also, wir sollen kein Brot auf Menschenkacke backen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher, dass der Koran nicht sagt, dass du Brot auf Menschenkacke backen sollst. Gibt es eine Fatwa dazu? Gibt es eine Fatwa, dass Muslime erlaubt es, auf Kot zu backen? Du hast gerade gefragt, ob das bei uns gibt. Es gibt im Koran nicht, dass man. Guck mal, wir vergleichen der Bibel und Koran. Wir sagen nicht, nimm mal deine Kacke. Nimm mal deine Verstehst du Kacke. nicht, dass du hier nicht bei Dr. Sheikh Abu Amir hinkommen kannst und mit Hamdis Blödsinn um die Ecke kommen Ey, kannst? guck mal. Nicht Hamdi oder sonst jemand. Du hast Ich es von rede Hamdi einfach. genommen, der Hamdi Nein, warte doch mal. hat noch Aber weniger Blut wie du. kannst du mir das erklären? Ja, Warum man? das ist ein Strafgericht auf die nachfolgende Zeit, dass die Menschen auf Dünger dann backen müssen, aber doch nicht Kacke essen. Aber Aber sowas auch existiert Kacke. ja auch, Warte aber mal, sowas warte mal. existiert auch, aber sowas Also, wenn ich existiert ja Brot auch backe. im Islam. Sowas Amir. existiert ja auch im Islam. Amir, wenn ich Brot backe und ich back das auf Kacke, dann ist die Kacke auch da dran, oder nicht? Okay, also ist das richtig, dass deine Fatwa das sagt, dass man das machen darf? Euch ist das erlaubt? Was? Wie kommst du? Darf Das man habe ich ja bei gar nicht euch gesagt. auf Dünger, auf Dung, auf Kuhdung Brot backen? Sag nicht nein. Zeig mir das. Das soll ich dir zeigen? Warte, ich zeig dir das. Warte Deine kurz. Bibel sagt aber das, ne? Auf Ja, ist ja Kacke. kein Problem. Wir bestehen ja auch dazu, Nutella-Brot. dass der Herr Nutella-Brot. als Strafgericht das beschlossen hat, dass die Menschen auf Kot Ja. ihr Brot backen. So, Nutella-Brot aber von Paulus Edition. du hast ein Problem damit, dass das etwas Ekelhaftes ist, richtig? Kacke-Brot von Paulus. Du hast ja gesagt, dass es was Ekelhaftes ist. Sagt Allah das auch und die Gelehrten, Was denn? dass man das auf Kot backen sollte? Ich rede doch von der Bibel, Armin. Du sollst mir das doch Ja, okay, du hast beantworten. ein Problem damit, frage ich dich doch. Du hast ein Problem damit. Du sagst, Armin, guck mal hier, mit Brot backen und Kacke und sowas, dies, das. Ja, auf Menschenkot. Lehrt der Islam das auch? Der Islam, nein. Aha, du hast also ein Problem. Was, wenn ich dir zeige, dass der Islam, die Gelehrten sagen, ja, man kann das einfach so machen. Das ist also Zeig. ein Strafgericht von Gott. Aber Allah sagt durch seine Gelehrten, die das auslegen, ja, man kann auf Kot sein Brot backen. Ja, dann zeig mir bitte Belege. Du weißt doch, dass das als Brennmittel gilt. Ja, das weiß ich, ja klar. Ja, also. Wie? Das ist so krass. Warte mal, Also, das Aroma ich von sage dir Kacke kommt dann natürlich, du in kannst, Brot warte mal, raus, mein Gott. physikalisch kannst du Also, das das nicht Aroma abstreiten. von Kacke kommt Warte dann mal. immer in Brot rein, ne? Warte mal kurz, warte mal. Physikalisch kannst du nicht abstreiten, dass dieses Brot, dass Kacke, so, weißt du, was ich meine, ist? Mein Brennstoff und Kinder, sowas. lies doch mal vor, lies doch mal vor. Das wird als Brennmittel benutzt. Okay, aber Kacke auf Brot drauf zu Ein backen.
darüber, das wird als Brennmittel benutzt. Raffst du das auf, nicht? Nicht darüber auf. Du, ich habe dich gerade eben gefragt, hast du ein Problem mit Hesekiel 4? Mit Vers 12. Okay, du hast ein Problem damit, dass Gott sowas befiehlt. Was machst du denn, wenn ich dir zeige, dass Allah das genauso macht? Zeig. Okay, dann verlässt du den Islam? Nein, ich muss das jetzt mal angucken. Ach, wie unehrlich du bist? Also Unehrlichkeit. Nein. Also willst du mir sagen, von einer Sache, dass... Aber ich lasse mich niemals von euch in die Ecke drängen. Ihr wisst warte ganz mal, genau. Warte mal. Was ist das für eine Frage? Willst du danach den Islam verlassen? Wenn ich dir zeige, dass Islam die Wahrheit ist, willst du Islam annehmen? Du hast doch ein Riesenproblem damit. Du hast gerade gesagt, ach, guck mal, Amir, was hier steht bei Hesekiel. Lass mich dir mal vorlesen. Auf einmal sehen wir das Gleiche, was der Allah auch macht. Jetzt zeig. Ja, ich sag dir, warte ganz kurz. Ich muss nur schnell das Internet... Zeig mir, dass das steht und du sollst den auf Menschencode vor ihren Augen backen. Ja, sofort. Also warte mal. Und du sollst sie in Mistfladen aus Menschenkot, also so dieser Fladen, in Mistfladen, in Kacke. Als Brennmittel, mein Lieber. Als Brennmittel. Aber doch nicht in, sondern auf. Als Brennmittel. Lies richtig den Vers, Mann. Lies richtig den Vers und... Ich lese das vor. Ich lese das nochmal vor. Gott ist etwas hinzuzufügen. Guck mal nochmal. Bibeltext.com. Ne? Nochmal. Andere Übersetzung. Gerstenkuchen sollst du essen, die du vor ihren Augen mit Menschenmist backen sollst. Andere Übersetzung, und wie Gerstenbrotfladen sollst du sie essen und du sollst sie in Mistfladen aus Menschenkot vor ihren Augen backen. Also nix sagt hier über oder benutzt das als Ofen oder Kackofenpizza oder sonstiges. Das steht... Kackofenpizza ist das ein Tipp. Kackofenpizza. Paulus Trattoria. Hör auf, den guten Apostel Paulus in den Dreck zu ziehen. Paulus. Warte mal, mein Lieber, ich muss mal ganz kurz hier. Ja, guck, dass du vorsichtig fährst. Bist du nebenbei, bist du LKW-Fahrer eigentlich? Nein, ich bin Shisha-Bar-Verkäufer. Ja, nicht, dass die Bolzen hinten platzen. Nicht, dass die Bolzen platzen hinten. Nein, keine Sorge, ich habe alles sehr, sehr gut gesichert. Was hast du für Geschmacksrichtungen? Mein Tabak wurde auch auf Kuhmist gebacken. Damit die Leute immer schön Mist drauf. Nein, die Kohle, also da oben kommt dann die Kacke drauf. Genau. Dann sagst du zu dem Paulus, wechsel mal die Kohle. Dann kackt er dir auf. Wenn du so weiterredest, dann musst du raus. Wer den Apostel Paulus so beleidigt, der muss leider erstmal raus.
Warte mal, ich schlag euch das mal auf. Guckt euch das bitte an. Ach, da ist ja mein Bruder. Abu Hamster! Hey, Abu Hamster! Abu Hetzerei, was suchst du denn hier? Was suchst du hier, Abu Hetzerei? Du nicht? Jeden Tag muss ich dein Gesicht sehen, im Fernsehen oder was das ist, da im Handy. Meine Herren, ey. Das nimmt auch kein Ende hier. Kein Ende! Dreimal täglich nach dem Essen hetzen, ein wenig hetzen und du bleibst lange gesund. Lange gesund und wohl ernährt. Fröhlich. Viele Fröhlichkeiten gibt's hier bei mir. Amir, warum hast du denn nicht eine Statue auf deinem Kopf? Ja, ich mach dem nichts Statuen, der sagt, rede nie wieder über Wiedergeburt. Du musst einfach eine Riesenstatue in der Hand halten, wenn du demnächst da predigst. Dann werden auch die Katholiken mit dir zufrieden sein. Aber weißt du, ja, du musst dann halt so eine muskulöse Statue nehmen. Damit die Leute auch denken, oh, das ist auch wirklich ein starker Gott. Weil wenn der zu dünn ist, die Statue, ne, der muss wirklich fehlerfrei sein und richtige Muskeln mit Waschbrett braucht und so weiter. Weil wenn der Statue nicht Waschbrett braucht, dann denken die, was hat der für ein Gott? Was hat der für ein Gott? Der hat noch nicht mal Bauchmuskel trainiert, der ist so voll schwach in der Mitte. Bizeps ist okay. Die Bizeps sind okay, aber der Waschbrettbauch ist nicht gut. Das ist so einen Gott wollen wir nicht haben. Nee. Warte, ich muss dem einen Moslem das finden, dass die auf Kacke backen dürfen. Guck mal. Lisa, die Muslime dürfen richtig auf Kacke backen. Das Problem ist ja. Ja, finde. Das Problem ist ja, keiner von den Muslimen nimmt sich mal eine Minute nur Hesekiel 4 vor, um das mal zu lesen, dieses Kapitel mal einmal zu lesen. Ja, die nehmen das einfach nur von Hamdi oder Hansi oder wer auch immer und geben das einfach wie stille Post weiter. Die kochen können. Lisa, guck jetzt, wartet Leute, guck mal. Ja, Natalie, guck mal. Guck mal hier, warte, jetzt guck mal bitte, das, jetzt geht's kaputt. Jetzt ist vorbei hier. Das haben wir schon vor wie vielen Jahren haben wir das schon auseinandergenommen? Dünger und damit so, also so Kuhmist, damit die kochen können. Guck mal, die Araber und sowas, was die machen. So, die haben die Araber die ganze Zeit. Und dann sagst du, und du bringst dich darüber auf, dass sowas in der Bibel zu finden ist, ja, das ist ja bei euch vollkommen normal. Guck dir das an. Specifically Islamic countries, by the way. Islamische Länder machen sowas. Ja, guck mal. Guckt euch das bitte an. Kuhpatties. Die sammeln die ganze Misse von den Kühen und alles und benutzen das als Brennstoff. It's a blazing fuel. It's really strong, very powerful. And I want to show you that you Muslims not only use it to cook in it, but there's tons of fatwa staying in the form. Ja, guck mal, es ist Fatwa. Zum Kochen, sondern es gibt Fatwas, die Folgendes sagen. Achtung, haben die. Guck mal, was da los ist. Deine Gelehrten. Und das ist eine Dauer. So let us have fun. Ja, viel Spaß. Achtung, Leute, hört euch das bitte an. Du hast danach gefragt. Fatwa gibt's richtig, Fatwa. What you ask for. Ja. Kaka. Jetzt zeigen wir dir mal, was die Fatwas sagen. Rechtsgutachten über Kacke. So wie du sagst, dein Gurus mit Kacke. Ja, guck mal hier, was deine islamischen Schriften zu bieten haben. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht einen Stein schmeißen. Lieber Hansi.
Achtung. Ist es erlaubt? Hier ist die Frage, ist es erlaubt, den Mist von den Tieren zu benutzen? Also der geht auf eine akkurate Internetseite von Muslimen für Muslime. Da. Siehst du, das ist da Web on Net. Ja, dürfen wir den Mist von den Tieren benutzen, um da reinzukommen? Ja, I have a surprise for you. Guck mal, der war schon für dich. Translation, we take it to English. Ah, jetzt nehmen wir es wieder und kopieren das und dann zeigen wir das mal den Leuten, was hier abgeht. Du sprichst Arabisch, deswegen kommst du auch niemals zur Debatte an. Nie wirst du kommen. Ich weiß das. Niemals wirst du kommen. Kaka. So the question is, can it specifically for the bread? Hier, guck mal die Frage. So can we use this for bread? Also yes. Ist es zulässig, Tierdinger als Brennstoff zum Kochen von Lebensmitteln zu verwenden, insbesondere für Brot, Handi? Und du sagst, dein Brot gut allein bei euch. Insbesondere für Brot, in dem Wissen, dass das Brot Rauch ausgesetzt ist, der durch das Verbrennen von Mist entsteht. Hä? Also, willst du uns auf den Arm nehmen, Handi, oder was? Hä? Was ist das denn, ey? Wenn sowas in deinem Koran zu finden ist und das ist eine Fatwa von deinen Gelehrten, die sagen, ja, das ist irgendwie in Ordnung, nicht als Menschen zu nehmen, zu kochen. Siehst du, du wirst nie kommen. Niemals. Und ich übersetze das Ganze für die Muslime, die dir folgen, die armen Seelen. Die armen Seelen, die nicht wissen, was sich in den islamischen Quellen befindet, weil sie kein Arabisch sprechen. Die meisten sind ja Türken, Albaner, und Afghanen und was weiß ich, wer die da noch alles folgen. Die können ja kein Arabisch lesen und sprechen. Sie sind also gezwungen oder sie müssen dir vertrauen und glauben, weil du ihr Bruder im Jetzt habe ich eine Verstoßwarnung bekommen. Guckt euch das noch ein bisschen an. Ich muss das ausmachen, ich komme gleich wieder, ey. If somebody wants to get the original story, you're going to have to read like the original Aramaic, the original Greek. Right? I mean, that's just, if you want the original text, that's what you're going to have to do. Even then, those are copies. We don't have any originals. Exactly. It's going to make it extremely difficult to understand unless you are fluent in ancient Aramaic or ancient Greek, which very few people are. I don't think heaven exists at all. I think it's absurd to think that the human consciousness can exist separate from